Vor einiger Zeit habe ich euch den Brawler 64 Wireless Controller auf meinem Kanal vorgestellt und für gut befunden. Heute lasse ich diesen gegen den Admiral N64 Wireless Controller von Hyperkin antreten und sage euch, welcher kabellose Controller denn wirklich die Nase vorn hat. Lasst uns loslegen. Hier sind sie also, zwei Wireless N64 Controller, die es euch erlauben, ganz bequem und kabellos an eurem Nintendo 64 zu zocken. Und obwohl der Admiral von Hyperkin bereits ein wenig älter ist, bekam ich erst vor kurzem die Möglichkeit, in Form einer Kanalspende mir diesen genauer anzuschauen. Vielen lieben Dank. Beide Controller haben dabei ihre eigenen Vor- und Nachteile, die es in meinen Augen zu einer letztendlich persönlichen Präferenz für N64-Besitzer machen, welchen Controller man sich nun kaufen sollte. Wollt ihr jedoch auch abseits des Nintendo 64 euren Controller einsetzen, so hält der Admiral ein paar coole Überraschungen parat, aber der Reihe nach. Es gibt Dinge, bei denen beide Controller gleich sind, aber in einigen Bereichen unterscheiden sie sich dann doch. Der erste sofort erkennbare Unterschied ist natürlich die Form. Während der Brawler 64 an heutige moderne Controller erinnert und auch genau so in der Hand liegt, orientiert sich der Admiral von Hyperkin eher an dem Design des damaligen Hori Third-Party Controllers, den es während der Nintendo 64-Ära in Japan zu kaufen gab. Heißt also, dass der Admiral ein wenig schmaler ist und eine rundliche Form bietet, wobei die beiden Controllergriffe schon an den Original-Controller erinnern, was Form und Feeling angeht. Mir persönlich gefällt der Brawler 64 vom Formfaktor besser, was aber auch daran liegt, dass ich recht große Hände habe und der Controller von Retro Fighters mit seiner modernen Form und den breiteren Griffen sehr gut in meine Handflächen passt. Der Admiral ist da ein wenig kleiner, liegt aber auch gut in den Händen, was vor allem an dem kurvigen Design auf der Rückseite liegt. Letzten Endes entscheidet beim Design der persönliche Geschmack. In meinen Augen gewinnt aber im Großen und Ganzen diese Runde der Brawler 64. Dafür holt sich der Admiral einen Punkt beim Thema Analogstick. Wenn man beide vergleicht, dann fällt auf, dass der Analogstick beim Brawler 64 breiter ausfällt und bei einigen Spielen auch ein wenig sensibler reagiert als das Original von Nintendo, was eine kleine, aber feine Eingewöhnung mit sich bringt. Dagegen ist der Analogstick vom Admiral kleiner und erinnert vom Feeling eher an das Original von Nintendo, was auch beim Spielen keinerlei Probleme oder Eingewöhnung abverlangt. Und bitte, beide sind sehr gut, aber hier geht der Punkt an Hyperkin, einfach wegen dem Spielgefühl. Ansonsten nehmen sich die Controller nicht viel, was die restlichen Knöpfe auf der Front angeht. Sowohl A als auch B und die C-Knöpfe sind bei beiden Controllern ordentlich und fühlen sich sogar nahezu identisch an. Kleines Benefit beim Brawler 64 sind die Turbo-Buttons, die eine Turbo-Funktion bieten, solltet ihr auf sowas stehen. Und obwohl ich den Analogstick beim Admiral ein wenig besser finde, muss ich bei den Schultertasten und dem Z-Trigger den Punkt an Brawler 64 geben. Die L- und R-Schultertasten des Admiral sind für meinen Geschmack leider ein wenig zu schmal und der Z-Trigger, der auf beiden Seiten liegt, ist mir, naja, zu flach, wenn ihr versteht, was ich meine. Der Druckpunkt ist zwar ganz okay, aber ich hätte mir an dieser Stelle eine Lösung gewünscht, wie sie Retro Fighters beim Brawler 64 umgesetzt haben. Hier kommen L und R in einer schönen Größe sowie Breite daher und lassen sich bequem erreichen. Aber besonders gut gelöst finde ich beim Brawler 64 die Z-Trigger. Auch diese liegen auf beiden Seiten und haben, trotz dem, ich sag mal, analogen Schultertastendesign, einen sehr kurzen Druckpunkt, der einfach an den Z-Trigger des Nintendo 64 Originalcontrollers erinnert. Hier wurde modernes Design mit traditionellem Nutzen vereint. Echt super! Einziger weiterer Unterschied betrifft den Ladeanschluss. Besitzt der Brawler 64 einen dem heutigen Standard entsprechenden USB-C-Anschluss, findet sich beim Admiral leider noch ein Mini-USB-Port zwischen den Schultertasten, mit dem der Controller aufgeladen wird. Ich weiß, ist nur ein kleiner Unterschied, aber dennoch geht der Punkt an den Brawler 64, zumal auch die Akkulaufzeit beim Brawler mit 8 bis 10 Stunden höher ausfällt, da der Admiral nach gut 5 bis 6 Stunden Strom verlangt. Gut, soweit also zu den Controllern als solche. Aber es gibt ja noch die Empfänger und hier bringt der Admiral ein cooles Feature mit. Aber zuerst die Basics. Beide Empfänger lassen sich in den Controllerport der Konsole stecken und ähneln sich auch, wobei der Admiral-Empfänger ein wenig größer ausfällt. Und beide sind mit Controller-Packs kompatibel. Zwar passen auch Rumble-Pack und Transfer-Pack rein, aber diese laufen damit nicht, was sehr schade, aber nachvollziehbar ist. Beim Rumble-Pack besteht der Nutzen ja darin, dass der Controller vibriert. Wenn das Ding aber an der Konsole steckt, ist das Rumble-Pack ja quasi unbrauchbar. Für viele mag das ein No-Go sein, für mich stellt das jetzt keinen Beinbruch dar.
Was mir beim Admiral aber aufgefallen ist, ist die Öffnung für die Controller-Packs. Diese ist so eng ausgefallen, dass ich mich bei meinem Exemplar schon anstrengen musste, das Controller-Pack reinzubekommen. Aber, und jetzt kommt das Aber, der Admiral-Empfänger hat ein paar Buttons und einen SD-Karten-Slot auf der Seite. Und damit könnt ihr ein Backup eurer Save-Files von eurem Controller-Pack machen. Ist das nicht cool? Einfach SD-Karte reintun und auf den Knopf drücken. Das Controller-Pack wird ausgelesen und die Speicherdaten auf die SD-Karte übertragen. Finde ich eine saucoole Idee. Daher geht der Punkt in Sachen Empfänger definitiv an den Admiral, da dieser einfach mit der Backup-Funktion mehr bietet als der Brawler 64. Und nun kommen wir zu einem weiteren Feature, das für einige eventuell sogar einen Kaufgrund darstellen könnte. Bluetooth. Ja, der Admiral Controller ist ein Bluetooth-Controller, während der Brawler 64 die 2,4 GHz Technologie nutzt. Bedeutet, dass ihr den Admiral nicht nur am Nintendo 64, sondern auch an eurem PC, einem Android-Gerät oder der Nintendo Switch nutzen könnt. Wobei ihr für die Switch wohl ein Firmware-Update benötigt. Ich habe den Controller zumindest nicht mit meiner Switch verbunden bekommen. Aber was geklappt hat, war die Nutzung an meiner Nvidia Shield TV. Damit konnte ich meine Games mit dem Mupin 64FZ Emulator in 4K ausgeben und ganz bequem mit dem Admiral vom Sofa aus steuern. Und das ist wirklich sehr, sehr geil. Bis dato habe ich für Shield meinen kabelgebundenen Tribute 64 Controller von Retrobit benutzt. Aber dieser wird nun definitiv vom Admiral abgelöst. Und ja, genauso werde ich beide Controller ab sofort nutzen. Obwohl der Admiral mit der Backup-Funktion und auch dem Analogstick ein paar coole Vorteile gegenüber dem Brawler 64 bietet, mag ich persönlich das Design des Controllers besser. Darum nutze ich weiterhin meinen Brawler 64 an meinem N64, aber durch die Bluetooth-Technologie und den Wireless-Vorteil wird der Admiral ab sofort mein Standard-Controller für N64-Emulation auf der Shield sein. Wie ihr seht, sind beide Controller sehr gut und das kommt wirklich auf die eigene Präferenz an, was Design, Ergonomie oder Nutzen angeht. Wollt ihr einen modernen N64-Controller und diesen nur am N64 nutzen, dann greift zum Brawler 64. Spielt ihr nebenbei auch gerne N64-Games auf einem Emulator und sucht einen Controller, den ihr in beiden Fällen verwenden könnt, dann wäre der Admiral genau der richtige. Preislich geben sich beide nicht viel und liegen im Schnitt bei 45 Euro. Es kommt also ganz auf euren eigenen Geschmack an und diesen würde ich gerne in den Kommentaren erfahren. Welchen Controller würdet ihr bevorzugen? Nutzt ihr vielleicht einen der beiden bereits? Dann schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare. Ansonsten findet ihr Links zu beiden Controllern in der Videobeschreibung. Mir bleibt jetzt nur noch, mich bei euch für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Vergleichsvideo ein wenig unterhalten konnte. Sollte euch meine Arbeit gefallen, so kommentiert bitte das Video und gebt dem Ganzen ein Like, denn das ist die Form von Support, die mir bei YouTube am meisten bringt. Und jetzt bin ich erst einmal weg. Adios, euer Andi.